Es ist einfach so ein Rapper, denn keiner kann sagen, er ist so wie die anderen Rapper. Ja, er war ganz was Besonderes auf jeden Fall. Das ja, ganz er ist komplett anders. Ja. Was würdet ihr sagen, was ihn so ausmacht, wenn man jetzt denkt, so DMX, so, was macht ihn aus, was macht ihn besonders so? Schwer, weil bei jedem ist es irgendwo auch diese Energy immer, ne? Aber seine Energy war noch mal wirklich speziell, weil er hat auch diese Anthems immer. Seine Songs sind für mich Anthems. Das sind Hymnen. Sind nicht so Songs, du hörst und chillst. Nein, das ist ein Anthem. Wenn ich DMX höre, Digga, fragt mich, wo ist die Hand hin, Bruder? So ist wahrscheinlich wie Jim, Bruder, du willst jemanden kaputt schlagen. Bruder, gehen andere Sachen mit dir durch. Er gibt dir eine Power rein, so dicker, so, was ich auch gesehen habe, ich wusste das selber damals gar nicht, dass fast jeder seine Album immer Platin gegangen ist. Ja, das war ich auch. Jeder seine Alben, dicker. Ja. Ja, außer die letzten am Ende, so, ne? Ja. So. Aber am Anfang so jeder seine Alben, jeder war so down. Platin. Und du siehst diesen Song, What's My Name? So. Ich habe letztens ein Interview gesehen, von wem war das? War das Afghani oder so? Der hat irgendwie über ihn geredet und hat also jetzt, auch weil er verstorben ist, und meinte so mäßig so, dass dieser Song, What's My Name? So ein auf den so gegen ihn so war, so der Intro, so ich so schneide. Und DMX hat so den Song sozusagen, also wie er das geschrieben hat, so erstmal gegen ihn, weil die hatten da irgendwas. Die waren im Studio. Genau. Die haben das Lied aufgenommen. Und DMX war drin, so er hat seinen Part gegeben. Irv Gotti, falls ihr Irv Gotti nicht kennt, es ist der Maestro behind like alle Songs von Ja Rule, die er gefeiert hat. Ashanti, diese ganze Lloyds und bla bla bla. So, auf jeden Fall, Irv Gotti war dann im Studio mit ihm, er war in der Booth, er hat gerappt, Irv Gotti meinte, Bro, das ist nicht, ich fühle dich nicht. Alle so, alle haben gefeiert, oh, was safe. Irv Gotti meinte, nah, Bro, it's high. Er meinte so, wie so high? Er meinte, hey, Nigga, geh jetzt nochmal rein und gib mir alles, was du hast. Er ist reingegangen, er hat gesagt, what's my name? So, Bruder, ja, Digga. Wir müssen das Interview, wie er das gemacht hat, Digga, war anders. Ich dachte, okay, einfach, krass. Er hat komplett einfach von vorne bis hinten zerstört. Gegeben. Weil genau das sind halt diese Sachen, die wir halt nicht wissen. So. Das sind Background-Stories, wo die Leute, die dabei waren, die wissen ganz genau nochmal, die mit denen auch noch zusammengearbeitet haben. So welche Energy, auch sein Struggle. So. Also, ich habe seine Musik gehört, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt alles sich von DMX gegeben hat. Ich habe einen Homie. Ja, ihr wisst, wen ich meine, so Mulalic. Ja. Shoutout Mulalic. Ja, so, weißt du? Und zum Beispiel sein Bruder, bei ihm war das genau dasselbe, weil wir haben letztens erst telefoniert gehabt und er meinte auch zu mir so, DMX, also sein großer Bruder hat DMX gepumpt und DMX, also sein großer Bruder hat ihn DMX gebracht. So meine ich ja, das ist alles, was wir zusammen haben. Und sein großer Bruder war so drin, so mäßig, dass er sich sogar damals diese Rough Riders tätowiert hat. Ja, das war dicke, das war das Ding, Rough Riders war die Crew. Wenn wir, wenn ich Rough Riders, genau, war Leister, wenn ich Rough Riders gehört habe, ich wollte diese Squads haben, Bruder, ich wollte ein Biker sein, Dicker. Ja. So, war nichts mit K oder so, weißt du schon, was ja, wenn man, Cadillac, wenn man du bist hier riden, Dicker. Wenn du diese ganze verschiedene Gruppen anguckst, Murder Inc., Bad Boy, G-Unit, diese ganzen Gruppen, so weißt du, jeder hat sein Ding, so weißt du, Bad Boys, so Flex, Club, Flaschen, Chicks, so Cookie, Sweater, so weißt du, was ich meine? Ja. Aber Rough Father war einfach so Street. Hast du auch die Videos gesehen, Bruder? Ja, Digga, da waren 50 bis 100 Leute im Hintergrund, Digga, die ganze Rundfahrt am Start. Und da ist einer, und für mich damals, weißt du, wie breit DMX war? Ja. Ich weiß, er war gar nicht so breit. Aber damals, Bro, er war der breiteste Typ von mir. Aber DMX merkst du wirklich, er ist wirklich, wie ich meinte, schon more than a rapper, so, weißt du, weil im Endeffekt, viele von seinen Liedern sind einfach so aus bestimmten normalen Lebenssituationen so gekommen. Er hat sich nicht hingesetzt, er hat so geschrieben so. Zum Beispiel hat ein Lied, Get At Me Dog, kommt von Snoop Dogg, der irgendwie mit ihm gechillt hat. Snoop Dogg meinte irgendwas, Snoop Dogg meinte so, Get At Me Dog. Man meinte, ja Mann,
ich bin nach Hause gegangen und das Lied gemacht. Genau, wie da. Ich habe das auch in einem Interview gesehen. Er meinte, so schreibt er wirklich Songs. So. Ja, Mann. So, er hat so, er bekommt irgendwas gesagt zum Beispiel. Er schreibt diese ein, zwei Sätze auf und daraus entsteht der Song. Ja. So, ja. Er war auch voll der Preacher eigentlich so, ne? Wenn man ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Er war ein Preacher. Und auch ein anderes Lied, ich weiß nicht mehr, welches es war. Er hat Karten gespielt mit dem Chef von Rough Rider, War. So, und War ist der Onkel von, wie heißt der nochmal? Sweet Beast. Sweet Beast ist ja der Producer von DMX so gewesen, beziehungsweise von Rough Riders. Und Sweet Beast ist der Neffe von War. Mhm. Und War meinte dann zu ihm: Digga, wenn du verlierst, du musst diesen Beat nehmen und zerstören. Er hatte keinen Bock eigentlich auf diesen Beat. So. Und dann ist er reingegangen, Bruder, zerstört. Obwohl er keinen Bock hatte. Himmel schon wieder, so weißt du, ja, ich meine. So, weißt du, es gibt kaum Menschen, die so ein Leben geführt haben wie er. Oder er war wirklich diese ähnliche Art. Er hat das Leben ganz oben mitbekommen, er hat alles mitbekommen. Ja, und das Krasse ist, so für mich finde ich, er ist immer der Gleiche geblieben. So, ja. Wenn du seine Interviews guckst, so. Das war immer Ex und er war auch high in den Interviews. Ja, ne? Also nicht nur, man redet nicht von Weed jetzt oder so. Aber high. Der Bruder war high high. Weißt du, was ich meine? Ho high. Und aber seine Essenz konnte man immer sehen. Das und ich finde, ne, find auch, das hat ihn so besonders gemacht, so diese Ehrlichkeit einfach. So, oder auch gerade da Leute auch jetzt, manche auch, habe ich auch gesehen, die auch über ihn so schlecht reden, weil er so mit Drogen und dies und das und dann, wenn du siehst oder mitbekommen hast, wie er überhaupt zu diesem Crack und diesem ganzen Shit gekommen ist. Es war ja nicht seine Entscheidung. So kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, so wie, oder weißt du, wie kannst du vielleicht... Zu 100%, ich weiß jetzt auch.